Einen wunderschönen guten Tag. Ich bin Katrin Jahns, die Projektleitung des Projekts OSHIPA. Ich bedanke mich recht herzlich beim Verein Wir Pflegen NRW, dass ich Ihnen heute im Rahmen des Symposity 2020 unser Projekt und auch die App in Kontakt vorstellen darf. Ich wünsche Ihnen eine ganz tolle Veranstaltung und ich freue mich, wenn das in Kontakt-Team auch Sie bald in der App begrüßen darf. OSHIPA steht als Abkürzung für Online-Selbsthilfeinitiativen für pflegende Angehörige und innerhalb dieses Projektes wurde die App in Kontakt, eine Selbsthilfeplattform für pflegende Angehörige, entwickelt. Das Projekt wurde umgesetzt vom Bundesverband Wir Pflegen und vom Landesverein Wir Pflegen Nordrhein-Westfalen. Wir Pflegen hat zwei Aufgaben. Zum einen die bundesweite politische Interessenvertretung für pflegende Angehörige und zum anderen den bundesweiten Ausbau der Selbsthilfeinitiativen für pflegende Angehörige. Finden können Sie den Verband auch im Internet unter der Seite wir-pflegen.net. Lange hatten Organisationen pflegender Angehöriger keine Möglichkeit der Förderung im Rahmen der Selbsthilfe, weil diese krankheitsspezifisch ausgerichtet war. Der Verein entwickelte daher eine Projektidee, um pflegende Angehörige gezielt über digitale Wege zu unterstützen. Das Bundesministerium für Gesundheit und die Technikerkrankenkasse in Nordrhein-Westfalen unterstützten diese Idee und stellten die für die Umsetzung notwendigen finanziellen Mittel bereit. So fiel der Startschuss für neue digitale Selbsthilfeinitiativen für pflegende Angehörige. Los ging es im Jahr 2018 mit zwei Fokusgruppen mit pflegenden Angehörigen. Mit den Fokusgruppen wurden die Anforderungen pflegender Angehöriger an eine Online-Plattform im Rahmen der Selbsthilfe erfasst. So wurden von Anfang an pflegende Angehörige bei der Entwicklung eingebunden und ihre Wünsche und Vorstellungen in den Mittelpunkt gerückt. Das Projekt wird wissenschaftlich begleitet vom Institut für Teilhabeforschung der Katholischen Hochschule Nordrhein-Westfalen. Die beiden Fokusgruppen zeigten, dass pflegenden Angehörigen ein leichter Zugang zu der Online-Plattform wichtig ist. Das Angebot soll darüber hinaus kostenlos und ein Angebot der Selbsthilfe sein. Auch, dass die Plattform orts- und zeitunabhängig erreichbar ist, war für pflegende Angehörige von zentraler Bedeutung. Auch der Austausch mit Gleichbetroffenen und das Finden von Informationen ist pflegenden Angehörigen sehr wichtig. Für den Austausch waren Chatrooms und Foren am gefragtesten. Und damit Betroffene schnell an Informationen gelangen können, sollte es Literatur in einem Dokumentenschrank oder einer Medienbibliothek geben. Auch das Angebot, an Tutorials und Webinaren teilzunehmen, ist ein Bedarf pflegender Angehöriger. In ihrer Pflegesituation sind pflegende Angehörige oft von sozialer Isolation betroffen, denn der Pflegealltag erlaubt es oft nicht, reale Selbsthilfetreffen wahrzunehmen. Die Online-Plattform sollte daher auch ein Tor zur Welt sein. Im Jahr 2018 erfolgten dann unterschiedliche Treffen mit der Technik, mit der Projektsteuergruppe und auch dem Beirat des Projektes, in denen die Entwicklung und auch die Umsetzung besprochen wurden. Zu Beginn des Projektes OSHIPA ist der Verein Wir Pflegen noch von der Entwicklung einer webseitengestützten Online-Plattform ausgegangen. Mit den aufgezeigten Bedarfen der Betroffenen und auch den Erfahrungsberichten der Technik und der Projektsteuergruppe, nämlich dass klassische Foren von Betroffenen immer weniger genutzt werden, entschied sich der Verein dann, eine App zu entwickeln, die Betroffenen jederzeit und ortsunabhängig auf ihrem Smartphone oder Tablet zur Verfügung steht. Mit Fachtag im Oktober 2018 wurde dann einer Gruppe von pflegenden Angehörigen die App noch in der Entwicklungsphase zur Verfügung gestellt, um die App auf Herz und Nieren und natürlich auch auf Benutzerfreundlichkeit zu testen. Und auch diese Testphase wurde wieder evaluiert und die Ergebnisse sind in die Weiterentwicklung der App eingeflossen. Weil Datenschutz beim Betrieb einer Online-Plattform ein elementares Thema ist, engagierte der Verein auch einen Datenschutzbeauftragten, der das Projekt unterstützt.
Die Veröffentlichung der kostenlosen App InContact in den App-Stores von Android- und Apple-Geräten erfolgte im Februar 2019. Zeitgleich führte der Landesverein Wir Pflegen in Nordrhein-Westfalen eine Auftaktveranstaltung durch und die App wurde erstmals einer breiten Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt. Im Mai 2019 gab es dann eine weitere Auftaktveranstaltung in Berlin, in der der Verein unterschiedliche relevante Multiplikatoren und Selbsthilfeakteure ansprechen konnte. Ziel des Projektes OSHIPA war neben der Entwicklung einer Online-Selbsthilfeplattform für pflegende Angehörige auch die Förderung von realen Selbsthilfestrukturen und die Verknüpfung der digitalen und realen Selbsthilfe. Dafür diente Nordrhein-Westfalen als Modellregion, in der der Landesverein Wir Pflegen NRW unterstützend tätig ist. Reale und digitale NRW-Selbsthilfegruppen wurden gegründet und an die Nutzung der App herangeführt. Zudem wurde die App fleißig im regionalen Selbsthilfe- und Pflegenetzwerk beworben und auch die Vernetzung mit anderen Akteuren forciert. Alle Interessierten können sich über den Landesverein auf der Internetseite wir-pflegen.nrw informieren. Die Umsetzung des Projekts OSHIPA und auch die Entwicklung der App InContact war getragen vom Auftrag, pflegenden Angehörigen Hilfe und Entlastung zu verschaffen. Ich warte ungeduldig, bis es endlich losgeht, freue mich auf den Austausch mit anderen pflegenden Angehörigen und auf Hilfe und Unterstützung. Worte wie die einer pflegenden Ehefrau aus Wuppertal haben das gesamte Team immer wieder zur Höchstleistung motiviert. Nun möchten wir Ihnen mit Claudia noch eine weitere pflegende Angehörige vorstellen. In Kontakt, die App zur digitalen Selbsthilfe. Ein Tor zur Welt für pflegende Angehörige. 76% aller pflegebedürftigen Menschen in Deutschland werden von ihren Angehörigen oder Freunden gepflegt und bilden so die wichtigste Säule unserer Pflege. Das ist Claudia. Claudia ist eine von über 5 Millionen pflegenden Angehörigen. Sie pflegt ihren Vater Heinz unbezahlt, aus Liebe, Verantwortung und Pflichtgefühl. Obwohl ihr die Pflege eine Herzensangelegenheit ist, fühlt sie sich oft angebunden und schafft es kaum vor die Tür. Darunter leidet ihr Privatleben und sie hat Sorge, den Kontakt zu ihren Mitmenschen ganz zu verlieren. Deshalb bringt der Verein Wir Pflegen gemeinsam mit dem Bundesministerium für Gesundheit und der Techniker-Krankenkasse in NRW pflegende Angehörige mit neuen Möglichkeiten in Kontakt. Mit InContact, der App für digitale Selbsthilfe. Hier können sich pflegende Angehörige miteinander verbinden. Zu jeder Zeit, an jedem Ort, zu jeder Frage. Datengeschützt und mit der Möglichkeit, sich online zu sprechen oder zu sehen. Auch Claudia mag es mit der App auf ihrem Smartphone oder Tablet zeitlich und räumlich ungebunden zu sein. Und jederzeit, wenn sie gerade Hilfe benötigt, um Rat fragen zu können. Sie freut sich, ihren großen Erfahrungsschatz in ruhigen Minuten mit anderen teilen zu können. Das hilft Claudia, gibt ihr Kraft und sie ist nicht mehr isoliert, sondern mit vielen anderen Menschen in Kontakt. Die App InContact ist kostenlos in App Stores für Android und iOS, für Smartphones und Tablets erhältlich. Selbst ist die Frau und der Mann. Probieren Sie es aus und kommen Sie in Kontakt. Bevor ich Ihnen die App InContact mit einigen Bildern etwas näher bringe, möchte ich Ihnen noch einen kurzen Überblick zur App geben. Die App InContact wurde gemeinsam mit pflegenden Angehörigen entwickelt, die von Beginn an jederzeit mit eingebunden waren. Pflegende Angehörige können sich in der App InContact und auf der dazugehörenden Internetseite www.in-kontakt.online über für Sie relevante Themen in den Themenwelten Gemeinschaft, Persönliches, Gesundheit, Regionales, Recht und Finanzen sowie Pinnwand austauschen, vernetzen und auch informieren. Hierbei wird den pflegenden Angehörigen so viel Freiheit wie möglich gegeben. Die Struktur reale Selbsthilfegruppen wird im Gruppenbereich auf dem digitalen Weg abgebildet.
Das heißt, Nutzerinnen können selbst offene und geschlossene digitale Gruppen gründen und damit Gruppenbegleiter oder Gruppenbegleiterin ihrer Gruppe werden. In den Themenwelten gibt es jeweils auch eine öffentliche Gruppe. Diese ist geöffnet durch das InContact-Team und auf den Inhalt der öffentlichen Gruppen kann vom gesamten Internet aus über die Internetseite zugegriffen werden. Dort können Interessierte erste Fragen stellen und Nutzerinnen und Nutzer der App InContact können aus der App heraus auch schon antworten. Der Austausch kann beispielsweise themen- oder krankheitsspezifisch erfolgen, aber auch bundesweit oder regional eingegrenzt stattfinden, also ganz nach Bedarf der pflegenden Angehörigen. Und neben den Kontaktmöglichkeiten im Gruppenbereich, in dem auch noch die Option besteht, dass die Gruppenbegleitungen die Videochat-Funktion für ihre Mitglieder freischalten, können sich Nutzerinnen und Nutzer auch im 1:1-Chat im Mitgliederbereich vertraulich austauschen, ohne dass das Team mitliest. Auch der Austausch von Dokumenten und Links ist jederzeit möglich. Im Wissensbereich der App finden sich die bereits genannten Themenwelten wieder. Dort werden Experteninformationen durch das Team hochgeladen, auf die die Nutzerinnen in der App, aber auch Interessierte von der Internetseite aus jederzeit zugreifen können. Und darüber hinaus bieten wir in der App auch digitale Informationsveranstaltungen an, unsere InContact-Expertengespräche. Zur Nutzung der App benötigen Sie stabiles Internet. Sie können sich die App InContact in den App Stores für Android und Apple-Geräte herunterladen und auf Ihr Smartphone oder Tablet installieren. Um die App nutzen zu können, sind ganz bewusst nur wenige persönliche Angaben erforderlich, und zwar eine Kontaktadresse in Form einer E-Mail-Adresse oder Mobilfunknummer und ein anonymer Benutzername. Alle weiteren Angaben wie Geschlecht, Geburtsjahr, Postleitzahl oder Status- und Steckbriefangaben sind freiwillig. Nach Registrierung können Sie sich die Themenwelten aussuchen, die Sie interessieren. Sie können, müssen aber nicht alle auswählen. Die Themenwelt, die Sie zuerst auswählen, wird Ihnen auf Ihrer Startseite im Gruppenbereich oben auch als erste angezeigt. Wenn Sie sich in den bestehenden Gruppen anmelden, werden diese Gruppen unter Ihrer Themenwelt aufgelistet. In den Gruppen finden Sie dann die Gesprächsverläufe, die sogenannten Threads, also die Beiträge mit den Antworten. Im Mitgliederbereich finden Sie eine Auflistung aller Nutzerinnen und Nutzer der App und eine Liste der Nutzerinnen und Nutzer, mit denen Sie sich über den 1:1-Chat vertrauliche Nachrichten ausgetauscht haben. Haben Sie bei der Registrierung Ihre Postleitzahl angegeben, werden Ihnen Nutzerinnen und Nutzer in Ihrer Nähe angezeigt. Und auch über die Statusinformation pflegender Angehöriger können Sie nach anderen Betroffenen in einer ähnlichen Pflegesituation filtern. Nutzerinnen und Nutzer, die sich in der App bewegen, werden als online angezeigt. Möchten Sie sich lieber nur im Gruppenbereich austauschen oder auch nur mitlesen, können Sie unter Ihrem Profil die Chatverfügbarkeit ausschalten. Im Wissensbereich finden Sie die Experteninformationen, die das InContact-Team bereits gesammelt und in der App bzw. auf der Internetseite zur Verfügung gestellt hat. Im InContact-Themen-ABC finden Sie einen Überblick über die gesammelten Informationen. Im Profilbereich können Sie Ihr Profil ändern. Sie finden dort eine Auflistung aller Gruppen, in denen Sie sich angemeldet haben oder die Sie selbst gegründet haben. Im Gruppenbereich unter Start haben Sie die Möglichkeit, interessante Beiträge mit einer Pinnnadel zu markieren. Im Profilbereich wiederum finden Sie dann eine Auflistung Ihrer eigenen Beiträge und auch eine Liste der angepinnten Beiträge. Wir möchten die Nutzerinnen und Nutzer der App nicht alleine lassen. Als Hilfe zur Selbsthilfe haben wir Nutzungsregeln, ein Netiquette
und einen Leitfaden zur Gruppenbegleitung entwickelt. Möchten Sie eine eigene Gruppe gründen, können Sie sich auch in der Gruppe Unterstützung für Gruppenbegleitungen in der Themenweltgemeinschaft anmelden. Dort unterstützt das In-Kontakt-Team und auch die Gruppenbegleitungen sich gegenseitig bei Fragen zur Begleitung von Gruppen. Auf der Internetseite www.in-kontakt.online, die der App angeschlossen ist, finden Sie neben den Beiträgen der öffentlichen Gruppen und der Möglichkeit, dort eine erste Frage zu stellen, auch einen Hilfebereich, den Wissensbereich, Hintergrundinformationen und Informationen zu Ansprechpartnern. Möchten Sie die App InContact näher kennenlernen und zunächst gemeinsam mit dem InContact-Team erste Schritte durch die App unternehmen? Dann melden Sie sich gern für eine unserer Online-Einführungen an, die das InContact-Team regelmäßig anbietet. Für die digitale Schulung benötigen Sie neben gutem Internet ein PC, Laptop oder Tablet mit Kamera und Mikrofon zum Betreten des digitalen Schulungsraums. Und Sie benötigen ein Smartphone oder Tablet mit der bereits installierten App InContact zum Üben. Haben Sie Fragen oder Anmerkungen, dann kommen Sie gern mit dem Bundesverband Wir Pflegen und dem Landesverein Wir Pflegen NRW in Kontakt. Das Projekt OSHIPA, Online-Selbsthilfeinitiativen für pflegende Angehörige, wird umgesetzt durch den Bundesverband Wir Pflegen und den Landesverein Wir Pflegen NRW. Gefördert wird das Projekt durch das Bundesministerium für Gesundheit und die Technikerkrankenkasse in Nordrhein-Westfalen. Projektpartner ist die NAKOS Nationale Kontakt- und Informationsstelle zur Anregung und Unterstützung von Selbsthilfegruppen. Zone 35 hat die App InContact technisch entwickelt und umgesetzt und die Katholische Hochschule in Nordrhein-Westfalen hat das Projekt evaluiert. Die Erfahrungen zur digitalen Selbsthilfe, die der Verband Wir Pflegen im Rahmen des Projekts OSHIPA gesammelt hat, werden bei der weiteren Arbeit maßgeblich mit einfließen. Wir bedanken uns bei Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und freuen uns, wenn wir auch Sie in der App InContact begrüßen können.